SICAM A8000. Auch für weit verteilte Netze. Dezentrale Eingaben und Ausgaben bringen Sie ganz bequem mit einer SICAM CP8050 unter einen Hut. Für große Anwendungen wie Energieübertragung und Verteilung, aber auch für Pipelines oder Wasserkraftwerke, kombinieren Sie diese Prozessorbaugruppe mit einer der beiden Stromversorgungen PS8640 oder PS8642, aber auch mit beiden, denn die Stromversorgung darf auch redundant ausgeführt sein. Wie auch bei den anderen Prozessorbaugruppen schließen Sie an diese Kombination noch bis zu 8 I/O-Module direkt an. Wenn Sie weitere I/O-Module benötigen, dann verbinden Sie ein I/O-Remote-Schnittstellenmodul über Ethernet mit der Prozessorbaugruppe. An dieses I/O-Remote-Schnittstellenmodul können Sie nun weitere 8 I/O-Module anschließen. Die Entfernung zwischen diesen beiden I/O-Linien darf bei einer elektrischen Verbindung bis zu 100 Meter betragen und bei einer optischen Verbindung sogar mehr als 1000 Meter. Noch besser? Mit weiteren I/O-Remote-Schnittstellenmodulen realisieren Sie bis zu 16 I/O-Linien. Insgesamt lassen sich 128 I/O-Module einsetzen. Für eine höhere Übertragungssicherheit ergänzen Sie die Daisy-Chain-Verbindung zwischen den einzelnen Linien zu einem Ring. Beim Ausfall einer Teilverbindung läuft die Kommunikation dann automatisch als Kette weiter. Aber das ist längst nicht alles. Sie können die Prozessorbaugruppe mit zwei Modulen des Typs CI8520 oder CI8521 ergänzen und erhalten mit 10 weiteren Ethernet-basierten Schnittstellen maximale Flexibilität bei der Systemkommunikation. Hier nur einige Möglichkeiten. Über IEC 61850 binden Sie Schutzgeräte in die Struktur ein, beispielsweise aus den SIPROTEC 5 und SIPROTEC Kompaktfamilien. Oder Sie verwenden Ethernet-Schnittstellen für die Kopplung mit anderen Netzen. Ganz einfach stellen Sie auch die Verbindung zu einer oder mehreren Netzleitstellen her, zum Beispiel über IEC 104. Solche hochvernetzten Systemlandschaften benötigen natürlich adäquaten und zeitgemäßen Schutz. Diesen liefern die Basis-Cyber-Security-Funktionen der SICAM A8000-Serie. Darüber hinaus gewährleisten bei der Prozessorbaugruppe CP8050 zusätzliche Mechanismen ein noch höheres Maß an Sicherheit. Die Trennung von TCP/IP-Netzen übernimmt die integrierte Software-Firewall oder die hardware-basierte Application-Layer-Firewall des Kommunikationsmoduls CI8521. Ein spannungsausfallsicherer Meldepuffer speichert Sicherheitsereignisse und Alarme, die zusätzlich per Syslog an einen übergeordneten Server gemeldet werden. Rollenbasierte Profile nach IEC 62351-8 regeln den tatsächlichen Handlungsspielraum eines Benutzers. SICAM A8000 – kompakte Lösungen für die Praxis.